Anbieter für den Ein- und Mehrfamilienhausbau und Partner deutschlandweit und machen das ganze Thema Beratung und Software. Und unsere Spezialisierung ist tatsächlich Planung, Präsentation, ein selbstgeschriebenes Planungsweit, tatsächlich das Planungssystem. Kunden von uns sind Bauunternehmen, Architekten, Fertighaushersteller, Seriefertiger, Baustoffhändler, Hersteller und viele mehr. Bestandsbau ist ein neues Thema, ganz viel auch im Holzbau und so weiter. Das heißt quasi alle, die im Sinne von Ein- und Mehrfamilienhaus sind, sind unsere Zielstellung. So, wer sind wir? Mein Name ist Stefan Hütter, bin zuständig für den Bereich Technik und Softwareentwicklung, seit ca. 25 Jahren dabei und habe unter anderem letztens die interessante Erfahrung gemacht, dass wir alt sind, die neu angefangen haben, was auch eine interessante Erfahrung war, aber darum geht es heute nicht. So, neben mir ist mein bezaubernder Kollege Patrick Morgenstern, Softwareentwickler und Weiterentwicklung von VW Plan und seit 30 Jahren mit dabei. Herzlich willkommen der nächsten Neuankömmling. Servus. Schön, dass du da bist. Was machen wir? Hier mal ein kurzes Bild zum Thema Planung. Das ist ein klassischer Bauplan vom Prinzip her. Dort gibt es halt Grundrisse, dort gibt es 3D, dort gibt es die möglichst schnell und mit Handelsarchitekt heute zeigen, ist unsere Reise von 1 zu Package Manager 2 zu Package Manager 3. Ich glaube, dass so eine Reise nie ist komplett. Das ist das Einrichten. Es geht weder darum, einen Package Manager abzuqualifizieren oder einen besonders hervorzuheben mit den einzelnen Systemen gemacht. Was war dabei für uns gut? Wo sind wir vielleicht ein bisschen auf die Nase gefallen? Was würden wir vielleicht das nächste Mal besser machen? Gelandet sind. So, das ist auch noch ein Transitionsprozess, der ist noch nicht komplett abgeschlossen. Wir haben aber schon die eine oder andere Sache herausgefunden und es gab natürlich auch Gründe, warum wir zu dem hingewechselt sind. So, das wollen wir ein Stück heute zeigen. Unser Technologie-Stack, auf dem wir arbeiten, dass man sieht, wo kommen wir her, mit was arbeiten wir. Patrick. Und zwar grundsätzlich kommen wir eigentlich schon immer aus der Visual Studio Welt, fing mit 1996, 97 und früher an, haben immer wieder die neuesten Versionen mitgenommen. Deswegen ist es nie verwunderlich, dass wir jetzt von der Technologie her auf der MFC hängen, beziehungsweise auf Visual Studio hängen geblieben sind. Hat halt für uns immer die Kompatibilität nach hinten gewährleistet, ansonsten hätte man halt relativ viel umstellen müssen. Das ist quasi so ein starkes Constraint, was bei uns da immer eine Rolle gespielt hat, dass wir irgendwo eine Visual Studio Integration haben. Mittlerweile sind wir dadurch, dass wir ja schon mehrere Package Manager durch haben, teilweise auch bei CMake angekommen. Heißt, wir haben einige externe Packages, wenn nicht gar sogar fast alle, auf CMake-Basis aufbauen können, da sich das mit Konen, wie wir dann später sehen werden, auch relativ gut verträgt, das Ganze. Gott sei Dank auch mit VC-Package. Und von der IDE her, hatte ich ja schon gesagt, sind wir eigentlich immer schon Visual Studio Kinder. Git benutzen wir jetzt seit, ja, eigentlich seit, ich würde schon fast sagen, seit Menschengedenken. Ursprünglich sind wir 2007 mal auf SVN gewechselt und ich glaube dann ein, zwei Jahre später sind wir in Richtung Git gegangen. Es gibt in meinen Augen auch da keine bessere Alternative im Moment. Und vor allem, wir sind im Windows-Only-Bereich unterwegs. Also im Moment haben wir unsere gesamte Planungssoftware, die ganze Kalkulation, alles, was so dranhängt, ist rein Windows-Only und vor allem Desktop-orientiert. Vor allem die Planung, was mehr oder weniger ja unser Kernprodukt ist, basiert vollständig, ist nur unter Windows lauffähig. Sieht man auch schon daran, dass die MFC dort in Verwendung ist. Beim Build-Server sind wir letztendlich, nachdem wir Jenkins und Co. ausprobiert haben, irgendwann mal bei TeamCD gelandet. Das ist im Moment auch so der einzige, der für unsere Anwendungsfälle immer funktioniert hat. Inwieweit sich das jetzt nochmal anpassen wird in Zukunft, weil es gibt ja immer wieder neue Alternativen, okay, das wird die Zukunft zeigen, können wir letztendlich auch nie viel dazu im Moment sagen, was wir da noch weiter vorhaben. Ausgehend von dem ganzen Technologie-Stack kann man dann sagen, dass irgendwann der große Wunsch aufgekommen ist, zu sagen, wir haben einen riesen Monolithen. Die Kompilierzeiten gehen in der Höhe, es dauert immer länger, weil es wird ja immer alles kompiliert. Aktuell ist die Codebasis so zwischen 1 und 1,5 Millionen Quellcodezeilen und da sind die ganzen Packages noch nicht immer vollständig alle mit reingerechnet. Und das dauert einfach seine Zeit.
Wir waren ursprünglich dabei 45, 50 Minuten Bildzeiten für ein einziges Bild, wenn man vollständig durchgebildet hat. Und da kam der Wunsch ein bisschen auf, wir möchten das irgendwie optimieren und verbessern. Dadurch, dass wir damals im .NET-Bereich ein bisschen rumexperimentiert haben, sind wir schnell auf NuGet gestoßen und haben dann gesagt, okay, da gibt es doch eine Co-App-Alternative, die quasi NuGets generiert, die auch im C++-Bereich dann anwendbar sind. Dachten wir, das ist eine coole Idee. Und haben dann quasi gesagt, weil der Leidensdruck immer mehr gestiegen ist, wir probieren das einfach mal aus und gucken mal, was passiert, wenn wir bestimmte Libraries, die wir sowieso schon in dem Projekt, in der Solution, irgendwo gekapselt haben, die sich abkapseln lassen, auch abkapseln können. Und eine Idee war dazu auch zu sagen, was man dann damit antreiben kann, dass man zum Beispiel C-Sharp damit theoretisch bedienen könnte. Ist letztendlich aus diversen Gründen, hat das soweit nie funktioniert, weil dazu sind die Sprachen zu verschieden, da braucht man dann wieder mehrere Packages, aber das ist eine andere Thematik zu dem, bei dem Punkt. Daher haben wir dann gesagt, nachdem wir mehrere Sachen durchprobiert haben mit NuGet, wir schauen uns mal an, was gibt es denn noch auf dem Markt. Ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, wir haben mit Co-App gearbeitet und haben immer mehr festgestellt, Co-App, ja, es ist cool, es macht Spaß, es funktioniert, aber es ist irgendwie nie zu der Reife gekommen, die man eigentlich erwarten würde. Also es sah immer noch nach einem Jahr, nach anderthalb Jahren, noch so Richtung Experiment aus. Wohin geht's? Es war demnach auch, gab es keinerlei Updates mehr in die Richtung. Man hat es nur noch über diverse Quellen wie Chocoletti bekommen oder man musste rumsuchen und so weiter. Und das hatte natürlich einen riesen Overhead dann nach sich gezogen, wenn wir irgendeinen Bildserver neu einrichten wollten. Da brauche ich ja dieselbe Umgebung möglichst wie auf einem Entwicklungsrechner, damit ich nie Fehler vom Bildserver bekomme, die ich auf dem Entwicklungsrechner nie habe oder andersrum. Die ganzen Package-Anweisungen waren extrem schwierig teilweise auch zu pflegen. Also ich habe da manchmal richtig Kopfschmerzen bekommen von dem ganzen Zeugs. Die Dokumentation, ja, mehr schlecht als recht von der Pflege. Also da gab es einige Probleme. Da hat man gemerkt, dass die Community irgendwie, ich sag mal, abgebogen ist in eine andere Richtung und selber vor solchen Problemen stand und deswegen halt auch das Ganze nicht mehr wirklich gepflegt wurde. Es wurde immer mehr zur Bastellösung, auch auf unserer Seite, was in Richtung Packages geht. Also alles, was mit Packages war, was wir eigentlich lösen wollten, ließ sich lösen, aber irgendwie nicht zufriedenstellend. Es war ein Riesenaufwand, wenn was Neues kam, ein neues Package, das eben in Co-App irgendwo zu integrieren. Und da haben wir dann gesagt, ja, es kann eigentlich so nie weitergehen und sind dabei dann nach längerer Recherche, wir haben zum damaligen Zeitpunkt neue Entwickler mit reinbekommen, die haben quasi den, ich sag mal, den Python Spirit mit reingebracht und haben dann gesagt, ja, ich habe da schon mal was gehört, das Conan, das könnte was sein. Und haben uns dann dahingehend halt damit mehr beschäftigt. Und ja, es sieht auf den ersten Blick oder sah auf den ersten Blick tatsächlich richtig cool aus. Also man konnte mit Python arbeiten, was bedeutet, man kann quasi alles abbilden, was Python kann. Und was kann Python? Eigentlich, wenn man will, alles, auch Kaffee kochen, mal so übertrieben gesagt. Und aus dem Grund haben wir dann gesagt, wir setzen mal unsere ganzen Packages jetzt auf Conan um und gucken mal, was passiert. Daraus entstanden ist dann ein riesengroßer Layer auf unserer Seite, der quasi nochmal über Conan drüber gestülpt ist und so, ich sag mal, Entwicklungstools dem Entwickler an der Hand gibt, wo man über die Konsole sagen kann, bilde mir mal das Projekt, bilde mir mal das Projekt so, wie es der Bildserver machen würde, also in den ganzen Ausprägungen und so weiter, die uns halt das Leben erleichtert haben, mit Conan zu arbeiten,
weil momentan ja die Problematik so ein bisschen besteht bei Konen, was heißt momentan eigentlich schon immer von Grund auf, dass man viel mit der Konsole arbeiten muss. Wollten wir ein bisschen versuchen zu umgehen, das Ganze. Und daraus ist halt ein riesen Layer geworden, der dann oben drüber liegt. Das ist auch gleichzeitig mit einer der Umstiegsgründe gewesen. Wir haben festgestellt, erstens die Komplexität durch diese Python-Integration ist massiv gestiegen. Es funktioniert mit Python alles, ohne Frage. Aber man sollte auch sicherstellen, dass die Versionen stimmen. Also dass die Module, die man irgendwo verwendet, in der richtigen Version vorliegen. Dazu kam das Konen. Wir haben mit einem Beta-Status quasi angefangen, haben wir festgestellt, es war keine so schlaue Idee, weil sich dadurch ständig die API von Konen mitgeändert hat. Wir quasi nur noch am Nachfliegen waren. Und unser Layer halt dahingehend auch, ich sag mal, ungünstig aufgebaut war in dem Bereich. Weil Konen, wir hatten so die Vorstellung, sowas wie NuGet. Man hat irgendwo Binaries rumliegen und die zieht man sich. Woher die auch immer kommen. Und gebildet wird es über Konen, also über das Recipe. Und das ist eine nette Idee, ist aber an einigen Stellen wirklich problematisch, weil ich muss die ganzen Versionen auf dem Bildserver, die ich brauche, sei es für 64-Bit, für 32-Bit, für Debug, für Release und so weiter, quasi vorbilden. Und die müssen da sein. Das bedeutet natürlich, dass kleine Mini-Packages, wenn ich die in 16 Versionen habe und jedes Package eine Minute braucht zum Kompilieren oder jede Ausprägung von diesem Recipe letztendlich eine Viertelstunde braucht auf dem Bildserver. Das Ganze muss gehostet werden, das Ganze muss gemanagt werden. Und das ist selbst im Konen, für Konen jetzt nie unbedingt der übliche Weg, habe ich dann rausgelesen von einigen. Aber eben diese ganze Struktur, die da damit dranhängt, zu ändern, von unserem gesamten Layer, den wir aufgebaut haben, ist halt ein massiver Aufwand. Kann ich auch sagen, ich gehe auf was eventuell mehr in unsere Welt passt, was unsere Anforderungen besser erfüllt. Was noch ein ganz großes Problem war, bei Konen vor allem, ist, dass diese ganze Sender-Konen-IO-Geschichte sehr instabil war teilweise. Also das war früher, ging es noch über Artifactory, über einen anderen Link. Und Sender-Konen-IO ist quasi, ich sag mal, vorsichtig über Nacht da gewesen. Und die andere Seite, wo wir immer gezogen hatten, wo die ganzen Recipes, die vorkompilierten Binaries lagen, sind abgeschalten worden. Immer mehr, immer weiter. Heißt unterm Strich, wir hatten ganz schön zu tun, quasi die ganzen externen Packages, die wir verwenden, dann auf das Neue zu migrieren. Das neue Package in derselben Ausprägung zu finden, so wie wir es brauchen, das nochmal zu spiegeln, weil irgendwo müssen wir ja auch in der Lage sein, wenn wirklich mal komplett abgeschalten ist, aus welchen Gründen auch immer, dass wir trotzdem noch unsere Software bilden können. Deswegen spiegeln wir die ganzen Sachen nochmal. Und das war halt tatsächlich ein echtes Problem. Die ganzen Änderungen in den, was Konen selbst betrifft, die haben mit einer, ich weiß gar nicht, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren haben die dann eingeführt, dass ich die Versionsnummer nicht mehr mit angeben muss, sondern mit einem Add dahinter quasi immer wie so ein bisschen die aktuellste nehmen kann. Und genau dort war auch dann schon das Problem. Die alten Binaries, die da dort lagen, wurden einfach überschrieben. Die gab es dann halt nicht mehr. Das heißt, unsere Software hat eventuell nicht mehr funktioniert, weil die neue Library in der neuen Ausprägung quasi das alles nicht mehr so zur Verfügung gestellt hat, wie wir es benutzt haben. Und damit haben sich jede Menge Probleme ergeben, die quasi einfach einen mörderischen Administrationsaufwand bedeutet haben.
vor allem auf Entwicklerseite. Und der Entwickler möchte eigentlich sein Zeugs fertig kriegen, der möchte arbeiten und entwickeln und sich nie um, ich sag mal vorsichtig, organisatorische Gründe, aus organisatorischen Gründen irgendwo hängen bleiben, einen Tag lang, nur weil irgendwo was offline ist und er warten muss. Auf Basis dieser ganzen Gedanken haben wir dann gesagt, okay, wir schauen uns mal an, was es noch so auf dem Markt gibt. Ich muss zugeben, wir sind selber vor 3 Jahren vielleicht, würde ich so grob schätzen, auf VC-Package gestoßen, haben es aber noch nie wirklich für voll genommen, so richtig. Und jetzt war quasi der Leidensdruck so extrem, durch diese ganzen Python-Problematiken, durch dieses gesamte Handling, weil das war genau der Umschwung jetzt von Conan 1, 0 quasi auf 2, auf die 2er-Schiene. Wer auf 2er aufgesetzt hat, der ist definitiv wahrscheinlich ein bisschen glücklicher als wir. Aber wir sitzen in der 1er-Schiene irgendwo, haben zwar die neueste Version und haben immer gehofft, dass es funktioniert. Und da haben wir gesagt, jetzt müssen wir da mal ran. Das kann so nicht weitergehen. Das ist ein sehr komplexes Thema halt. Und wir haben dann festgestellt, was noch dazu geführt hat, dass wir uns für VC-Package im Moment entschieden haben, dass wir tatsächlich von der Integration her extreme Kopfstände machen müssen. Weil so eine richtig native Integration von Conan in eine Solution, in ein VCX-Projekt gibt es nicht. Es gibt zwar Plugins, die ich in Visual Studio installieren kann, aber dann habe ich ein Problem, weil der Build-Server benutzt ja MS Build. Und MS Build interessieren die Plugins, die in der Entwicklungsumgebung sind, einfach überhaupt nicht. Was auch durchaus seine Berechtigung hat, dass er das nie macht. Es sollen ja Helferlein sein. Wir haben auch immer mehr festgestellt, dass das Debugging und Weiterentwickeln von irgendwelchen Packages über Conan auch auf Basis unseres Layers, den wir da reingebaut haben, deutlich schwieriger geworden ist. Weil wenn jemand einen Bug irgendwo meldet, was passiert, ich muss mir die Packages möglichst alle ziehen, muss die da haben im Quellcode, ich brauche die Symbol-Files dazu, damit ich die Symbole quasi zum Debuggen habe und so weiter und so fort. Und das muss alles passen und in der richtigen Version vorliegen. Kann ich alles machen. Bloß dann kommt der Entwickler natürlich und sagt, oh nee, jetzt muss ich wieder 20 mal Conan Install aufrufen und brauche noch die PDBs und das muss ich noch einrichten, nur damit ich in der Lage bin, irgendwie mal in ein Package rein zu debuggen. Und wenn ich dann rein debuggt habe und den Fehler gefunden habe, habe ich natürlich das nächste Problem, wenn ich was ändern will. Dann muss ich nämlich lokal erstmal ein Package dann damit bilden. Zumindest über den Weg, den wir aktuell gegangen sind. Und das hat für ziemlich viel Frustration gesorgt, auf allen Seiten. Weil eben, das will keiner machen. Die ganzen Versionen zusammensuchen oder dann lokal was machen. Also im Endeffekt lag es dann meistens bei 1-2 Entwicklern, die da in der Lage dazu waren. Die anderen hatten einfach keine Lust. Die wollten quasi ihre Probleme lösen und nie sich um das Drumherum, um die organisatorische Schiene kümmern. Der schwergewichtige Toolstack, den hatte ich vorhin schon mal angesprochen, das ist tatsächlich ein richtiges Problem. Weil für Python brauche ich alles in der richtigen Version. Zumindest, wenn ich das Conan nutze und wenn wir dann noch, und da wir unseren Layer ja selber auch noch auf Python aufgebaut haben, der da drüber liegt, ist es noch schlimmer. Weil da benutzt man alle möglichen Geschichten dazu, um letztendlich das irgendwie kompatibel zu kriegen. Ich kann mich da so an Fälle erinnern, wo ich die Requirements.txt tatsächlich an bestimmte Versionen ketten musste, nur damit ich das alte Ginger noch benutzen kann. Aber eigentlich hätte das gar nicht funktionieren können so richtig. Es war Glück, dass sie irgendwie kompatibel waren und es doch funktioniert hat, obwohl es nicht das Empfohlene ist. Aber konnten halt nie umsteigen, weil bestimmte andere Packages wieder das, genau dieses Ginger benötigt haben.
Das wurde natürlich, da hat dann dazu geführt, dass dieser DevTools-Layer, wie man genannt haben, einfach, es war nicht mehr handelbar. Man konnte es damit nicht mehr umgehen. CMake selbst ist klar, es sollte eigentlich bei C++-Entwicklern, ist es so, ich sag mal, ich nenne es mal vorsichtig State of the Art. Ob mir das gefällt, sei mal dahingestellt, weil die Sprache finde ich selber, gelinde gesagt, grausam. Aber insgesamt, sie bietet halt alles, was man benötigt, um ein Bildsystem zur Verfügung zu stellen, um für verschiedene Endsysteme oder Compiler bedienen zu können. Um das Ganze drumherum zu haben. Git ist klar, hat man schon angesprochen, und halt, man brauchte das MS Builder in der richtigen Version. War auch so ein Problem. Wir haben in den Build-Tools bei uns, in den DevTools-Layer, haben wir quasi unsere Version, die wir haben, von Visual Studio und so weiter, mehr oder weniger fest reinprogrammiert. Was zwar grundsätzlich funktioniert, weil Visual Studio ändert sich nie so häufig. Also zumindest 19, 22, 17 und wie sie alle heißen, es liegen immer 2-3 Jahre dazwischen. Aber wenn es mal kam, haben wir ein Problem. Und das hat natürlich für eine Verzögerung dann letztendlich auch gesorgt, dass wir bestimmte Compiler lange Zeit einfach nicht bedient haben, weil einfach wir die Zeit nie hatten, diesen Layer umzustellen. Plus das Problem, ein weiterer Compiler bedeutet letztendlich nochmal Bildzeit obendrauf. Und da wir haben einige Packages, die werden in 32-facher Ausbildung ausgeprägt und gebildet. Und das ist dann schon wirklich eine Sache, wo du dann eine Stunde wartest, nur damit du testen kannst, ob das vom Bildserver tatsächlich funktioniert, was du willst. Und das macht dann einfach keinen Spaß mehr. Wir hatten dann auch die Gedankenwelt, naja, man könnte ja auf die 2.0 gehen von Conan, weil dort wohl einige Sachen, vor allem im Bereich Editieren, Debuggen und so weiter, wohl deutlich besser sein sollen, laut Ankündigung und Dokumentation. Allerdings haben wir immer wieder festgestellt, Python-Problematik und vor allem die Breaking Changes, die sie in Conan teilweise eingebaut haben. Und das ist dann schon echt ärgerlich, weil wir hatten einige Änderungen gehabt, von der 30 oder 1.32 zur 38 hin von Conan, wo wir erst ganz am Ende gemerkt haben, oh verdammt, hier haben wir ein Problem. Und das zieht ja dann immer nach sich, wenn so ein Problem auffällt, dass wir bei den Entwicklern das updaten müssen irgendwo, dass wir das auf dem Bildserver updaten müssen und dass mit ein bisschen Pech alte Builds, die vorher gebildet werden konnten, auf dem Bildserver nicht mehr funktionieren. Conan hat nämlich auch zwischendurch mal einfach das Package-Format geändert und haben einige Sachen mit eingebaut, die dann auf einmal Pflicht wurden. Aber wir konnten die alten Packages auf einmal nicht mehr konsumieren. Ging nicht mehr. Und damit war es nicht mehr kompatibel. Und da haben wir dann gesagt, ja, schauen wir uns an. Und VC-Package schien uns dahingehend im ersten Gedankengang so als eine der Lösungen. Was sind unsere Erkenntnisse in die Richtung? Ja, was uns schon mal auf jeden Fall richtig froh gestimmt hat, ist der Technologie-Stack, auch wenn bloß Python fehlt, erscheint leichtgewichtiger. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass Python in der richtigen Ausprägung da ist. Wenn irgendein Projekt, sei es Qt oder sonst was bei der Kompilierung, Python benötigt, okay, dann zieht sich das, der Port, kommen wir dann noch dazu, was das genau ist, zieht sich dann automatisch das Python-Modul. Und dann funktioniert das auch. Und das ist auch genau bei VC-Package so ein Grundgedanke. Dass eine Registry quasi da ist, wo sämtliche Ports drinne vermerkt sind, also quasi sowas wie ein Recipe ist das, wo das drinne, und die laufen miteinander
ohne Probleme. Das ist so ein bisschen der Anspruch von VC-Package, dass ich mir das Ding ziehe und alles, was dort drin ist, läuft in sich zusammen. Das bedeutet natürlich für uns, wo wir dann geringe unsere Magengeschwüre ein bisschen verringert haben, ja, der Administrationsaufwand hat sich natürlich deutlich verringert. Weil ich will nie wissen, wie oft mir das passiert ist, dass ich auf dem Bildserver Python aktualisiert habe und auf einmal ging nichts mehr, weil ein Modul halt nicht mehr da war für die Version oder wie auch immer. Ne? Was halt ein großer Vorteil ist bei VC-Package, es müssen eigentlich bloß CMake und VC-Package vorliegen. Wenn hier DevTools steht, dann ist das quasi unser Layer, den wir nochmal oben drüber gestülpt haben, um quasi diese alten CMake-Skripte, die wir haben, die für Conan ja optimiert waren, kompatibel zu machen für VC-Package. Da haben wir quasi noch einen eigenen Layer eingezogen, der sich genau um dieses Handling kümmert, wie funktioniert das alles. Was uns richtig positiv gestimmt hat, ist tatsächlich diese native Integration von anderen Bildsystemen. Das ist nämlich dort nativ schon vorgesehen und auch kommuniziert, wie es funktioniert. Bei Conan kann man ja alles und nichts machen und man muss sich echt teilweise wirklich mörderisch einlesen. Und hier ist es einfach da. Es funktioniert quasi nahezu out of the box. Was dann dazu noch führt, zu dem Self-Maintained. Das Ding installiert sich quasi selber. Man muss im Wesentlichen, ich glaube, zwei oder eine Handvoll Befehle ausführen, einmalig, und dann läuft das Ding von alleine. In unserem DevTools-Layer haben wir dann noch andere Sachen mit eingebaut, dass da quasi bestimmte Packages automatisch noch mitgezogen werden und so eine Geschichten, um für uns eine konsistente Umgebung zu schaffen. Aber grundsätzlich bräuchte man für VC-Package tatsächlich nur das einmalige, ich klone mir das Repo von Microsoft und bin schon fast glücklich. Das ist eine, ja. Was wir auch festgestellt haben, und das durfte ich jetzt bei der Entwicklung von einigen Packages schon selber merken, weil die Umstellung im Prinzip, was wir gemacht haben, hat größtenteils ein Externer gemacht. Und ja, was passiert, es ist nicht mehr alles so kompatibel vielleicht, wie es sein sollte und so weiter. Das merkt man dann, wenn man es einbindet und. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, ohne größere Vorkenntnisse konnte ich mit 3-4 Mal Rücksprache, wo mir noch ein bisschen was erklärt hat, unser Externer, konnte ich drinnen debuggen, ich konnte Änderungen machen, ich konnte die ganzen Sachen auch wieder pushen, es wurde automatisch aktualisiert und so weiter. Und das quasi ohne wirklich große Erfahrung zu haben. Ich muss selber sagen, ich mache erst seit Anfang November etwa in der Ecke, intensiv beschäftige ich mich mit dem VC-Package und dem Layer. Jetzt nochmal zu den angekündigten Begrifflichkeiten. Im Prinzip kann man sagen, ich hatte schon ein paar Mal genannt, den Begriff Registry. Das ist im Prinzip eine Sammlung von Ports und deren dazugehörigen Versionen. Was ist ein Port? Kommt jetzt der nächste berechtigte Frage. Das ist im Prinzip, kann man das mit einem Recipe von Conan vergleichen. Also sprich, ein Rezept, eine Anweisungsabfolge, wie wird das Package gebildet, dass es letztendlich benutzt werden kann. Wo kommen Header hin, wo kommen irgendwelche Binaries hin, wo kommen die PDBs hin und so weiter und so fort. Das Ganze ist quasi immer in einem Portfile.cmake drin organisiert und ist im Wesentlichen, sind das immer dieselben Abfolgen, nämlich Package Source ziehen, egal woher, ob Download direkt oder ob es direkt drin ist oder. Dann
quasi das Ding bilden. Es ist immer Simic, deswegen ist es relativ einfach. Ich brauche im Prinzip, wenn ich es einfach haben will, nehme ich ein Simic-Skript und führe das Ganze dann aus der Reihe nach und dann passt das. Und am Ende dann das Zusammensammeln von meinen Artefakten und ich sag mal verteilen an die richtigen Stellen, wo es halt VC-Package erwartet. Diese drei Schritte sind im Wesentlichen immer dort drin abgebildet. Manchmal weniger komplex, manchmal richtig komplex. Aber im Wesentlichen schreibt VC-Package bzw. Microsoft selber dazu, es wird empfohlen, das Ding so klein wie möglich zu halten. Dass es immer übersichtlich ist, dass es keine Komplikationen gibt. Was ist ein Triplet? Das wird dann später nochmal mit unterkommen. Ein Triplet ist im Prinzip eine Zielkonfiguration. Da sind einige Sachen mit drin, das ist auch gut dokumentiert, was da alles mit an CMake-Variablen mit einfließt. Im Wesentlichen kann man es, beschränke ich es für mich so im Kopf, für die Denke, auf Debug oder Release, Architektur, Compiler und noch irgendwelche anderen Geschichten. Aber im Wesentlichen sind das die paar Dinger. Man kann auch sagen, ein Triplet sagt nicht, wenn dort x86 Windows steht, dass alles, was da drinne sich drinne befindet, immer x86 Windows ist. Das ist im Prinzip nur ein imaginärer Gedanke, damit man dann am Zielort, wenn man sich die Sachen installiert, das Richtige bekommt. Ich denke da so an Einstellungen, vor allem wie dynamische Library, als dynamisch oder als statisch gebunden. Könnte man im Triplet tatsächlich vorgeben, dass es immer statisch ist oder immer dynamisch, aber viele machen das halt anders, weil ich habe nie immer alles dynamisch oder alles statisch, sondern ich sage, ja, die Library will ich dynamisch eingebunden haben und die Library brauche ich statisch. Und dann kann ich in dem Port in dem Triplet quasi drinne definieren, wenn diese Library, dieser Port daherkommt, dann möchte ich diese statisch haben. Man kann da jede Menge Schindluder auch mit antreiben, ist klar, aber bis zu einem gewissen Punkt ist das alles noch vertretbar und handelbar, weil in der Regel jetzt für unsere Produkte ist es zumindest so, deswegen passt das auch ein bisschen besser zu unserem Vorgehen, dass wenn ich Boost benutze, will ich das statisch benutzen. Und es gibt ja auch diese dynamische Ausprägung, dass da irgendwelche Libraries dazu gebildet werden. Der nächste Punkt ist das sogenannte Binary Caching. Das ist im Wesentlichen das, was wir vorher in unserem Conan generell gemacht haben. Nämlich das Artefakt, was irgendwie rauskommt, oder das Package, der komplette Inhalt wird einfach irgendwo abgelegt. Sei es im Dateisystem, sei es irgendwo in der Azure Cloud, sei es irgendwo im Netzwerk oder halt an irgendeinem Ort wird das Ganze abgelegt. Und damit ist natürlich der Vorteil da, weil VC-Package ist im Wesentlichen darauf so ein bisschen getrimmt, kann man schon fast sagen, immer zu kompilieren an Ort und Stelle. Weil nur dann weiß man, dass es funktioniert. Und die Geschichte ist jetzt, wenn ich jetzt das Ganze mir ziehe und immer wieder kompiliere, dann habe ich ja keinen Geschwindigkeitsbenefit irgendwo. Und da kann man auch sagen, was man will, aber VC-Package ist in dem Ding echt super genial drauf. Der findet, wenn man es richtig macht, automatisch, wann sich was geändert hat und bildet das dann halt neu. Oder guckt auf den Binary Cache, wenn das schon so vorliegt, wie es ist. Und dann gibt es noch den sogenannten Classic- und Manifest-Mode. Bei Classic Mode ist es halt ähnlich wie bei apt. Ich habe irgendwo im System global meine Registry rumliegen, was ich installiert habe. Und das ist im Prinzip dort ähnlich. Ich habe irgendwo eine globale Registry rumliegen und alle beziehen sich genau darauf.
So in etwa kann man sich das vorstellen. Aber damit bin ich halt natürlich ein bisschen auf verlorenen Posten, wenn ich sage, in dem einen Projekt will ich das in der Form haben und in dem anderen Projekt möchte ich das in der Form haben, weil irgendwelche Compiler-Flex fehlen oder dazukommen oder wie auch immer. Deswegen wird mittlerweile von Microsoft eher propagiert die Geschichte mit dem Manifest-Mode. Und zwar gibt es dann zu jedem Projekt eine VC-Package-JSON-Datei und dort drin ist genau definiert, da sind die Dependencies drin definiert, da kann ich, wenn ich ganz hart drauf bin, auch noch irgendwelche Regeln festlegen, nur wenn Windows und nur wenn das und so weiter und kann dort im Detail konfigurieren halt und dann ist es quasi pro Projekt die ganze Chose. Und damit sind wir quasi mit den, ich sag mal, theoretischen Teil auch schon so weit eigentlich gut an dem Punkt angekommen. Und wir gehen mal auf eine kleine Demo, die ich da versucht habe vorzubereiten. Und im Wesentlichen geht es darum, das ist unsere Zielstellung. Wir haben quasi als kleines Unternehmen, wie auch immer, haben wir einen Auftrag bekommen. Wir brauchen einen Viewer zum Darstellen von irgendwelchen 3D-Szenen. Das Ganze soll definitiv auf Vulkan aufsetzen, in irgendeiner Form. Also nie irgendwie OpenGL oder sowas verwenden, sondern wirklich Vulkan. Es soll den C++17-Standard unterstützen. CMake als Bildsystem indiskutabel brauchen wir, ohne Frage. Und ja, was sich alle heutzutage wünschen, es soll Cross-Plattform und vor allem Cross-Architektur-mäßig funktionieren, das Ganze, als 32 und als 64-Bit. So in etwa soll es dann aussehen. ist es jetzt ansprechend? Okay. Aber das ist quasi so in etwa das Ziel. Dazu hat sich quasi die kleine Firma jetzt sich überlegt, ja, ich habe eigentlich keinen Bock, da so ein Viewer zu schreiben, ich gebe das Ding extern raus. Ergo, wir haben unseren CPP-File, der den Viewer beinhaltet, schon da. Das ist dann quasi die sogenannte Anforderungsanalyse. Da gucken wir uns jetzt mal einfach nur an, was brauchen wir? Quellcode des Viewers, okay, hat die externe Firma geschrieben, scheint zu funktionieren, sonst hätten sie es nie rausgegeben. Werden wir sehen, was passiert. Jetzt gucken wir uns an, welche Libraries werden benötigt. Das ist ja eigentlich so ein Vorgang, den man bei Conan, bei NuGet, bei VC-Package immer hat. Man guckt sich an, welche Libraries benötige ich und habe ich die dort überhaupt in meinem Package Manager oder irgendwo anders her zur Verfügung. Und das sieht man hier relativ schnell. Es wird Vulkan Scenecraft benötigt. Es wird quasi Vulkan Scenecraft Exchange, VSG Exchange verwendet. Das ist dann für die ganzen Objektfiles lesen oder Szenen einlesen und in die Vulkan Scenecraft Struktur übertragen und so weiter. Und das Vulkan SDK. Was wäre der nächste Schritt? Wir schauen uns einfach mal an, was gibt es denn alles? Gibt es das alles in unserem Package Manager? Und das können wir eindeutig bejahen. Es gibt Vulkan Scenecraft vollständig, es gibt VSG Exchange vollständig, schon vorgefertigt von Microsoft als Port. Das heißt, ich muss mich um nichts kümmern. Und das Einzige, was ich installiert haben muss, womit man noch leben kann, ist halt das Vulkan SDK. Was fehlt? Ganz klar, ich habe der Firma den Auftrag gegeben, ich will ein CPP haben, wo ein Viewer drin ist, die CMake-Anbindung und das VC-Package, die VC-Package-Anbindung, dass das benutzt werden kann. Das heißt, zuerst würde ich mich vermutlich um die Anbindung an CMake kümmern. Dass da irgendwo eine Möglichkeit besteht, das elegant cross-compilen zu können. Heißt im Umkehrschluss, sowas Ähnliches kommt dann raus. Wir haben quasi unser
In der ersten Zeile, welche Version benötige ich? 3.25, alles gut. Um welches Projekt geht es? Um den Houseviewer. Dann suche ich mir meine Packages zusammen, VSG und VSG Exchange. Und ich baue meine Executable zusammen. Aus diesem CPP. So, dann noch ein paar Optionen setzen. Alles, was wir so vorgegeben haben, noch ein paar Libraries dazu linken und schon sollte eigentlich die Suppe funktionieren. Im nächsten Step haben wir uns gesagt, brauchen wir ja die vc-package-json. Das ist die quasi die Datei, die beschreibt die Dependencies, die benötigten, für mein Projekt, was ich zur Verfügung habe. Das Projekt kann selber auch wieder ein Port sein, das kann alles Mögliche sein. Also im Prinzip immer, wenn irgendwo eine Dependency auftaucht, die ich benötige, ist es ratsam halt, wenn ich den Manifest-Mode benutze, über diesen Weg zu gehen. Hier sieht man relativ einfaches Format, Schemaangabe ist klar, denke ich. Dann der Name, die Version von meinem Produkt, die entsprechende Description dazu, sinnvoll oder nicht, sei mal dahingestellt. Und meine Dependencies, das ist eher die interessante Geschichte. Man sieht schon, es gibt hier zwei unterschiedliche Syntaxe. Und zwar einmal, wenn ich VSG so hinschreibe, dann nimmt er quasi das VSG in der Standardausprägung. So wie es in der Registry drin als Default definiert ist. Im Fall von VSG Exchange brauche ich sogenannte Features. Das ist eine schöne Geschichte von VC Package. Das ist eine Art Ausprägung. Also was möchte ich noch mit drin haben in meinem Paket? Das kann der Entwickler von seinem Port bzw. von seiner Library selber definieren, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Im Falle jetzt von VSG Exchange ist das Async und das ist das Feature Async. Das heißt, wenn ich das mit benutze, kann ich die spätere Library, die ich verwende, quasi kann ich mit der Szene einlesen. Sei es AutoCAD-Szene, sei es irgendwie ein OBJ-File oder sonstiges. Wenn ich das weglasse, kann ich quasi nichts von der von den Sachen machen. Und genau dort ist, denke ich mal, schon eine schöne Geschichte drin, weil ich immer entscheiden kann. Ich gucke mir an, was hat mein Port oder beziehungsweise was hat meine Library so zur Verfügung und was möchte ich drin haben. Klar gibt es auch Libraries, die einfach keine Auswahlmöglichkeit lassen. Das ist aber auch normal. Allerdings bei solchen Sachen wie VSG Exchange, die quasi die mehrere Formate zur Verfügung stellen und das dann nach VSG zum Vulkan-Syn-Graph übertragen oder konvertieren, dort ist es schon sinnvoll zu sagen, ja, ich will meinetwegen nur Bildformate haben. Kann man auch machen, da gibt es hier ein spezielles Feature, kann ich dort auflisten, dann kann ich sagen, ich will noch mehr Bildformate haben. Meinetwegen JPEG oder was da alles noch mit als Variante steht. In unserem Fall reicht das Async aus, weil es geht ja nur um irgendwelche Object-Files. Und wenn wir das alles gemacht haben und kombiniert haben, kommen wir eigentlich zu der gesamten Generierung. Ich denke, das ist jedem so ein bisschen geläufig. Und da können wir nämlich auch mal rüber gucken. Ach, nee, geht das? Worum geht das? Warum schaltet er nicht rüber? Ich glaube, das muss ich Präsentationsmodus. Ach so. Warte mal, dann machen wir das anders. Dann machen wir CMD. Machen wir so Ding auf 4 und. Ah, das ist ein zweiter Monitor, deswegen. So. Im Endeffekt haben wir gesagt, wir machen CMake-G, geben den Compiler an, beziehungsweise Studio 17.2022. Genau. Jetzt muss ich mal hier hinten spicken, was da noch alles dazu kommt. Ja, genau.
Das Toolchain ist extrem wichtig. Das muss definitiv angegeben werden. Wenn man sich ein bisschen damit mal auseinandergesetzt hat mit CMake, dann ist das im Prinzip ja bloß ein Skript, was ganz am Anfang läuft und ein paar Sachen initialisiert. Und das VC-Package CMake ist halt dafür da, dieses gesamte Handling von dieser VC-Package-JSON, Classic, Manifest-Mode und so weiter, alles, was da so dazugehört, zu handeln. Kannst du nie lesen? Also kann. Na, ich muss. Ich weiß nicht, ob das hier. Steuerung plus. Ah, cool. Das wusste ich noch nicht. Nee, kannte ich echt noch nicht. Das ist. So, das Toolchain muss im Prinzip angegeben werden. VC-Package-Root. Das ist so eine Umgebungsvariable, die auch definitiv gesetzt sein sollte, wenn man VC-Package quasi benutzt. Dann Build-Systems / VC-Package.cmake. Toll. Dann geben wir die Architektur an, 64-Bit, und machen noch den Ausgabefolder / out / x64. So. Und wenn ich jetzt Enter drücke, wenn alles klappt, so wie die letzten Tage, dann sieht man jetzt schon jede Menge Ausgaben. Leider sieht man den Effekt hier jetzt aktuell noch nicht, was nämlich normalerweise noch passiert ist, wenn das noch nicht da ist, als irgendwo als Binary gecached, dann sieht man sofort, kompiliert er alles durch, zieht sich die ganzen Sources, packt die zusammen und, alles was dazugehört. Und wie ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist es das Ziel von Microsoft bzw. von VC-Package, ein Grundgedanke, alles was angeboten wird in der, wie nennen sie das? Das nennen sie die, die eingebaute, die eingebauten Ports halt, dass die in sich stabil funktionieren und zwar egal in welcher Konfiguration. Jetzt können wir hier sehen, CD, wollte schon LS machen, out, x64 und können jetzt hier sehen, hier schon die ganzen Ausgaben, haben hier unsere ganzen Sachen. Was aber eher interessant ist, wir können mal CMake-Build und dann Punkt, out, / x64, ich glaube, so war das. Genau. So, und jetzt wird das ganze Ding gebildet. Und jetzt sieht man schon, wenn man dann in den Out-Ordner geht, x64, und was hatte ich gebildet? Debug, genau. Kann man hier reinschauen und sieht sofort, der hat alles zusammengepackt, was man braucht. Also es ist quasi alles an DLLs an der richtigen Stelle. Was man gleichzeitig feststellen kann, wenn man hier nochmal rumguckt, es gibt dort diesen VC-Package-Installed-Ordner. Dort ist im Prinzip alles drin, was wir so benötigen. Und zwar, wenn wir dort mal reingucken, VC-Package-Installed, und dort sieht man jetzt das zwei Verzeichnisse. VC-Package ist im Prinzip so Steuerinformation, Kontrollinformation, kann man wunderbar benutzen, um rauszukriegen, zu welcher Library gehörte was. Und x64 Windows, das wäre unser sogenanntes Triplet. Im Prinzip bildet der genau aus einigen Strings da drin, also Architektur, Zielsystem und so weiter, bildet der dann den Ordner, den Zielordner. Und wenn wir jetzt hier reingucken,
dann haben wir quasi unsere kompletten Packages. Bin ist klar, dort sind die ganzen Binaries drin. Was VC-Package macht, der bildet das immer in beiden Varianten aus, einmal Debug und Release. Man kann das auch begrenzen, aber es bringt keine Punkte, weil meistens brauchst du eh beides irgendwo. Und Include ist klar, dort sind unsere ganzen Includes und Header zu finden, lib ist auch klar und share sind irgendwelche Shared-Sachen wie Dokumentation, Lizenztexte, ja, alles sowas in der Form halt. Unter Tools sind meistens irgendwelche Executables zu finden, die quasi dann benutzt werden können als Helfer-Tool. Bei Qt zum Beispiel, Qt WinDeploy und diese ganzen Geschichten würden dort drinnen liegen in dem Bereich und dann kann man die quasi verwenden, um, ja, um seine Qt-Anwendung zu bauen zum Beispiel. Ja, und das, der macht dann nichts weiter als letztendlich die Sachen, dann, wo waren wir gewesen, genau, CD, Debug. Und der macht dann nichts weiter als diese ganzen Sachen, die er benötigt, quasi das VC-Package dorthin zu kopieren. Und wenn wir das jetzt starten, aus Viewer-Exe, werden wir sehen, es funktioniert auf jeden Fall schon mal was. Und wenn ich jetzt mal schaue, wo ich dieses Demo, wo ich die Szene liegen habe, genau, das machen wir mal. Wo ist meine Maus? Hier. Zack. So, und jetzt, damit ihr auch seht, dass es wirklich funktioniert, GitHub und dann Skin und dort gab es, ach du Schande, wie hieß denn das? Genau. Und house.obj. So, und wenn jetzt alles funktioniert, man muss jetzt überlegen, das ist halt jetzt der Debug, da dauert es immer ein bisschen länger. Da wäre vermutlich die, das ist eigentlich auch bloß ein 32 oder 38 Megabyte Modell, eigentlich gar nicht so riesig, aber du meinst, das ist der berühmte Vorführeffekt? Oder das geht auf irgendeinem Monitor auf Fosnio. Ah, jetzt. Ha. Und schon haben wir das ganze Ding hier drin. Können hier quasi drin rumdrehen, machen, tun, elegant, wie wir sind und so weiter und so fort. Also das habe ich jetzt quasi mit doch recht, für mein Bauchgefühl recht wenig Aufwand, doch relativ schnell hinbekommen. Wenn ich mir da so überlege, was ich früher alles gemacht hätte, erstmal ohne Packages, generell, was das für ein Aufwand gewesen wäre, bis hin zu, was hätte ich gemacht bei NuGet. NuGet ist für Binaries konzipiert, also grundsätzlich schon mal eine blöde Wahl für so eine Sachen. Und Conan, ja, da hätte ich erstmal ein schönes Recipe dafür raussuchen dürfen. Dazu kommen wir dann aber auch gleich noch. Und genau das ist im Prinzip jetzt so das Ergebnis. So, können wir uns das wieder wegschließen. Das können wir auch wegmachen. Da sehen wir diese tolle Präsi wieder. Und ja. Ja, hat er? Jetzt. Was? Ja, genau. Hier habe ich nochmal ein paar Links zusammengestellt. Ich muss dazu sagen, das kann man alles jetzt auch, was ich hier gesagt habe, ist quasi unter dem ersten Link dort zu bekommen. Da ist dort habe ich ein Repo hingelegt und dort das versucht ein bisschen zu strukturieren. Und dort kann man sich das alles nochmal angucken. Dort habe ich eine README überall dazu gelegt, wie es funktioniert. Können ja auch mal kurz sogar reinschauen. Und schubsen das mal hier rüber. Hier gibt es jetzt gerade keine README, weil das ist ja quasi der das Ausgangsmaterial. Aber gucken wir mal bei CMake, bei dem Branch. Dort ist dann quasi beschrieben, was zu tun ist. Dort kann man das mal ausprobieren. Dort kann man vielleicht ein bisschen
mal schauen, was passiert so in etwa und so weiter. Dort ist dann auch wirklich die so ein bisschen das Ganze zu finden, wie man das auch in MS Build integriert. Da habe ich dort mal versucht, ein bisschen abzubilden, wie man das in Visual Studio direkt als CMake integriert, weil mittlerweile beherrscht der Visual Studio tatsächlich recht gut den ganzen, die ganze CMake-Bearbeitung und nicht mehr über eine Solution. Ich habe auch Visual Studio Code dort mit drin vermerkt, wie das funktioniert. Weil ich den mittlerweile echt lieben gelernt habe, Visual Studio Code. Und zwar genau aus dem Grund, was wir vorher schon mal stehen hatten, CMake-Skripte können debuggt werden. Und das geht mit Visual Studio Code wirklich hervorragend. Hätte ich nie gedacht. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage. Ja, was immer ein guter Einstiegspunkt ist, ist eigentlich der Microsoft, diese, ich sag mal, Learning-Plattform, die die da haben. Dort ist VC-Package wirklich im Detail richtig gut beschrieben. Da sind einige Sachen dabei, wo man sagt, das hätte ich mir bei Conan auch so gewünscht von der Dokumentation her. Eine schöne Fact haben die, wo einige grundsätzliche Fragen so geklärt sind. Ich glaube, dort steht sogar drauf, auch die ganzen Begrifflichkeiten nochmal erklärt, wenn ich mich recht entsinne. Package-Layout-Konvention finde ich persönlich trockenes Thema und trotzdem extrem wichtig, weil wir haben bei unseren ersten Umstellungen auf VC-Package auch einige Fehler gemacht. Und weil wir halt die Seite nie gefunden haben, sage ich mal, oder darauf nie geachtet haben und haben dann im Nachhinein festgestellt, hey, hier gibt es ja wirklich eine Konvention für, was damit passiert. Und da sieht man hier auch diese ganzen Ordner aufgelistet. Was bedeuten die, was sollte man dort reinstecken, wofür sind sie gedacht im VC-Package-Kontext? Weil man muss wirklich darauf achten, weil ansonsten unter Umständen VC-Package beim Bilden eines Packages sagt, nö, ist nie. Dann kommt der dicke Mittelfinger, wird ausgefahren und dann geht es halt einfach nicht, weil ist halt für den dann ein Fehler. Da gibt es dann wieder Möglichkeiten, das zu umgehen, alles schön und gut. Aber eigentlich möchte ich ja so konform wie möglich sein, damit ich auch in Zukunft kaum Probleme habe und mich auf ein System verlassen kann. Wenn ich nur Sonderfälle bearbeite, habe ich ja am Ende auch wieder ein Problem und sitze wieder da. Ja, die haben gleichzeitig, haben sie auf der VC-Package.io EN-Seite, das ist quasi der Einstieg, die verweist dann auch wiederum auf die ganzen Learning-Sites und so weiter. Und was ich ziemlich interessant fand, dass es das schon seit 2016 gibt, also war mir so echt nicht bewusst, ist mir vor 2 Tagen oder so ist mir das Video untergekommen, wo das vorgestellt wurde. Ergo wird es das vermutlich schon das VC-Package seit 2015 rum so Pi mal Daumen geben in der Ecke. So. Was jetzt als zum Schluss nochmal dazu kommt, ist, warum nochmal VC-Package? Was richtig schön ist, fand ich echt gut, in der Fakt, die ich vorher schon angemerkt habe, gibt es tatsächlich schon Why Not Conan. Und ein großer Punkt, der war mir vorher bei Conan tatsächlich überhaupt nicht so in der Form bewusst ist, bei Conan kann jeder Recipes machen, schön und gut, die kann ich überall hin integrieren, kann ich auch auf Conan.io irgendwo hinschubsen. Und was habe ich denn am Ende als Entwickler, wenn ich irgendein Package brauche? Ein Problem. Schlimmstenfalls habe ich eine riesen Latte an Packages oder an Recipes in dem Falle. Und ich darf mich erstmal entscheiden, welches Recipe nehme ich. Und da stehe ich natürlich da. Ich kann mir dann 20 Recipes angucken, treffen die vielleicht meinen Anwendungsfall, vielleicht auch nie. Entscheide mich am Ende für irgendein Recipe von Conan und passt wunderbar. Und dann kommt das nächste Projekt und, oh nee, verdammt,
genau den Anwendungsfall deckt es nie ab. Ergo, ich habe immer irgendwie so eine Art, ich suche mich tot. Das ist im VC-Package-Kontext halt genau anders gelöst. Weil wie schon vorhin gesagt, den ihr höchste oder so das Ziel ist eigentlich, dass ich mir das ziehen kann, komplett. Und alles, was dort drin ist, läuft in sich. So, dass ich gar nie in die Verlegenheit komme, zwischen hunderten Varianten irgendwie wählen zu müssen und dann das Falsche vielleicht rauszupicken, sondern dass ich nur eigentlich eine Möglichkeit habe und die auch sichergestellt ist, dass sie funktioniert. Und das macht tatsächlich VC-Package. Auch dank CMake ist das dort in der Form so einfach handelbar. Weiterhin, self-maintained, hatten wir jetzt schon ein paar Mal das Ding, leichtgewichtiger Technologie-Stack, auch klar, der Administrationsaufwand ist dadurch deutlich geringer. Wie vorhin auch schon mal gesagt, Why Not Conan steht unter der FAQ, steht dort bei Why Not Conan dasselbe, was ich vorhin schon mal angedeutet habe bei Python. Super Sprache, an und für sich für Scripting und so weiter. Und halt aufgrund der ganzen Abhängigkeiten, die ich wieder erzeugen kann, teilweise extrem unübersichtlich. Und die haben noch einen weiteren Fakt mit reingebracht. Da hatte ich so noch nie drüber nachgedacht. Und ja, die haben recht. Ein Entwickler, was will der im C++-Bereich? Er kann in der Regel, CMake hat er schon mal gesehen, was will der machen? Der will seine Probleme lösen. Was hat der für ein Problem, wenn der sich jetzt auch noch mit Python auseinandersetzen muss? Um ein Recipe zu machen, um ein Recipe zu lesen oder sonstiges. Der Overhead fällt natürlich dann weg wiederum. Weil momentan bei unserem Conan-Ansatz ist es ja genauso. Der Entwickler, der irgendwas mit Packages macht, der muss C++ können, der muss CMake können, der muss Python können, der muss Conan können. Und irgendwann sagt sich der geneigte Entwickler, ich will damit nichts zu tun haben, das soll jemand anders machen. Dann mache ich es halt nie und es ist halt da. Und genau das versuchen die zu eliminieren, indem sie quasi die Vielfalt der verwendeten Sprachen möglichst einschränken und gering halten. Ja, dann die Abwärtskompatibilität ist tatsächlich auch noch ein Riesenpunkt, weil abwärtskompatibel ist halt das Conan an einigen Stellen gar nie gewesen. Dadurch sind wir ein gebrandmarktes Kind. Und was macht das? Das scheut Feuer. Und CMake ist zumindest meiner Erfahrung heraus bisher immer abwärtskompatibel gewesen. Ist mir zumindest noch nie untergekommen, dass komplett irgendwelche Breaking Changes gab. Das Package Layout finde ich mittlerweile deutlich übersichtlicher als bei Conan. Ihr habt es vorhin gesehen, im VC-Package-Fall habe ich einen Bin-Ordner, dort ist alles drin. Ein Include-Ordner, dort ist alles drin. Und so weiter. was ist im Conan? Bei Conan ist es ja so, die Packages, die kompiliert worden sind oder gezogen worden sind, liegen ja in dem Conan-Cache. Und für jedes Package gibt es dann ein eigenes Verzeichnis. Ist eine schöne Geschichte. Wirkt auch aufgeräumter, hat aber einen großen Nachteil. Was macht der Compiler? Der Compiler kriegt so einen String überliefert mit irgendwelchen Pfaden, wo er suchen muss, bis er es gefunden hat. Kann je nach System, Windows hat es mittlerweile Gott sei Dank auch drauf, aber ab einem gewissen Punkt, wir sind schon teilweise an die Grenzen gekommen, dass wir dann über 32.000 Zeichen hatten und dann sagt auch der Compiler, nö, lass mich mal in Ruhe, ist nie. Und da haben wir dann halt überlegt, dass wir, wie wir den Conan-Cache noch kürzer machen können vom Namen, damit wir genau die letzten paar Bytes noch ausnutzen können. Und das ist natürlich bei VC-Package recht elegant gelöst. Es ist alles an einer Stelle. Das erleichtert natürlich auch ungemein das Debugging, wenn irgendwelche Libraries fehlen. Weil ich habe alles an einer Stelle. Ich kann gucken, was habe ich denn dort. Und dann fällt relativ schnell auf, wenn dort eine Boost ASIO.h liegt und drinne ist irgendein Hausviewer abgebildet, wenn ich dort reingucke.
und das sehe, dann da fällt mir auf, ach Mann, die haben ja beide dieselben Header-Dateien. Das ist jetzt echt ein bisschen blöd. Bei Konen ist das dann schwieriger, weil dann hängt es ja von der Suchreihenfolge ab, was er zuerst findet. Und da kann es sein, es funktioniert und beim nächsten funktioniert es nicht. Und das macht das natürlich auch wieder ein bisschen übersichtlicher. Klar haben die auch nie alles ordentlich gelöst, weil der Debug-Ordner einfach dazwischen gefällt mir persönlich nie. Das hätte ich mir anders gewünscht, aber okay, das Leben ist kein Wunschkonzert. Geht halt nun mal nie immer alles. Was mir auch besonders gut gefallen hat, ist tatsächlich diese Anbindung an die ganzen Bildsysteme. Da muss ich, wenn ich das VC-Package jetzt als Rohdiamanten nutze, muss ich einmal einen Befehl aufrufen auf der Konsole und dann integriert er sich quasi in MS-Build. Wir haben es jetzt mit unserem Layer anders gelöst, aber im Prinzip ähnlich. Es gibt ja diese Directory-Props-Files und so weiter von Visual Studio, wo quasi dann MS-Build parsed ausgehend vom VCX-Project bis runter, bis zum Root, ob er so ein Ding findet. Und wenn er das findet, dann wird es quasi als Props-Datei mit eingebunden und als Targets-Datei und kann Targets bereitstellen. Wozu dann quasi das, womit ich dann quasi VC-Package ohne diesen Integrations-Step, den ich auf der Konsole ausführen müsste, direkt benutzen kann. Aber das ist eine reine Besonderheit von unserem Layer, weil wir gedacht haben, es soll so einfach wie möglich sein. Dann das Debugging in den Packages ist tatsächlich deutlich einfacher. Also VC-Package hat da Mechanismen, dass ich quasi eine Registry überladen kann, lokal, und auf ein ganz anderes Projekt verweise, auf ein ganz anderes Verzeichnis, wo quasi die, das Projekt liegt. Das heißt, ich muss das Projekt, was ich debuggen will, muss ich einfach nur klonen und sage dann hier, überlade das oder override das. Und schon macht dann quasi das VC-Package alles richtig, auf magische Art und Weise. Das funktioniert tatsächlich erstaunlich gut. Da bin ich mir jetzt aber allerdings nicht sicher, inwieweit das mit unserem Layer noch zusätzlich mit zusammenhängt. Weil wir ja noch File-System-Repos mit drüber liegen haben, kann ich dann gleich mal kurz zeigen, wie sowas dann bei uns aussieht. Aber im Wesentlichen erleichtert schon der Gedanke, dass ich das überladen kann, erleichtert schon deutlich dieses gesamte Handling von Packages. Weil bei Konen war es dann immer ein bisschen schwieriger. Ich musste den Source Code mir ziehen. Ich musste das kompilieren lokal. Eventuell, wenn ich sogar was editieren möchte, muss ich das lokal dann extra kompilieren, muss das in meinem Cache reinlegen, muss meine Dependency ändern, damit er auf das Lokale geht und so weiter. Mit 2.0 mag es da jetzt andere Mechanismen geben, aber das funktioniert auf Basis der anderen vorher genannten Gründe recht schwierig, da noch was zu machen. Ja. Und das war es eigentlich dann schon gewesen. Und da kommen wir dann quasi so zum letzten. Gerne. So, und weil ich es vor uns angekündigt habe, ich kann mal zeigen, wie das bei uns dann aussieht. Wo ist es? Eigene Dokumente. Und wir haben im Prinzip über unseren Layer haben wir was drüber gelegt. Ja, das kriege ich jetzt leider nie größer. Das Einzige, was ich machen kann, ist, machen wir so. Ach, jetzt geht die Konsole wieder hier drauf. Super. Und wie war das? Steuerung plus. So. Das sieht dann bei uns in etwa so aus. Es wird im Prinzip eine externe, eine extra Registry angelegt und dort wird alles drinne überladen. Und wenn ich mir jetzt mal hier angucke, wie war das, Notepad++ müsste man benutzen können, glaube ich,
oder, na, ist egal, können wir auch den nehmen und dann svp.develop.json. Wenn dort eine svp.json-Datei quasi rumliegt, na, hat er es jetzt rübergeschoben? Ja. Dann, die dann in etwa so aussieht, haben wir unser eigenes Schema und so weiter, können sagen, auf welcher Registry basiert das Ganze, können sagen, wo sind unsere Sources für irgendwelche Ports, die wir quasi haben und können hier dann komplett überladen das Ganze. Und sobald ich die umbenenne auf svp.json, werden quasi für die Ports vi-image, vi-crypt und vi-crypt-Tools die lokalen Pfade genommen. Und damit bin ich extrem schnell in der Lage zu reagieren, wenn ich irgendwelche Fehler habe. Damit kann ich ganz schnell quasi debuggen, kann schnell Änderungen machen, kann schnell schauen, ob die Änderungen Erfolg haben. Und wenn es funktioniert, dann pushe ich das einfach hoch, benenne die Datei wieder um und zack, auf magische Art und Weise funktioniert es. Das ist aber eher eine Besonderheit von unserem Layer. Das geht mit VC-Package im rohen Zustand auch. Es wird bloß ein bisschen dann anders damit hantiert, aber vom Prinzip her ist es genau dieses Konzept des Überladens von irgendwelchen Registries. Jo. Das VC-Package kommt von Microsoft. Ja. Community treffen allerdings. Also es ist eine riesen Community, die da mittlerweile dahinter steckt. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wer finanziert denn das Ganze? Weil das, du hast ja angesprochen, das Conan, das sieht man ja mittlerweile öfters im Open Source Bereich. Ich habe es erst eine Woche mit Node, NPM oder Node. Also man kann, so wie ich es gestern gelesen habe erst, kann wohl selber sich daran beteiligen und auch Ports erweitern, verbessern. Da gibt es, ich weiß nicht mehr genau wo, aber da gibt es eine Website, wo quasi Anforderungen drin stehen. Ich möchte noch den Port und so weiter haben. Da kann man sich dann selber mit dran beteiligen. Und man kann sich auch dort an der Stelle fertige Sachen nehmen und sagen, ich möchte das auf die neue Version bringen, meinetwegen. So eine Geschichte. Microsoft stellt nur die Infrastruktur. Im Prinzip ja. Das VC-Package ist Community-driven auf jeden Fall. Auch wenn jede Menge Entwickler von Microsoft mit dran beteiligt sind. So wie ich das jetzt gehört habe oder rausgelesen habe aus den ganzen Texten. Aber im Wesentlichen ist das ein Selbstläufer, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja, das gibt es auch auf Linux. Die haben mittlerweile haben die so ziemlich alles da in dem Bereich. Da gibt es für VC-Package, wenn man das erste Mal sich zieht und klont, gibt es einen Bootstrapper und der generiert dann quasi die Executable für VC-Package und so weiter. Und ich kann es dann auch auf Linux, macOS, gibt es auf jeden Fall Integration und so weiter nutzen. Wir bauen viele Software und die möchte ich gerne auf meinem Rechner haben und zusammenbauen. Mir ist es klar geworden, dann davon beigegangen. Mir ist klar geworden, dass ihr viel extern nehmt. Ja und nein. Wir haben ursprünglich eigentlich nur interne Sachen gehabt. Also. Das war ursprünglich. Mittlerweile haben wir einige Packages, aber doch recht wenige, die extern kommen. Aber das Problem war immer wieder, wir haben Abhängigkeiten zu externen Projekten, die instabil waren. Und genau, und jetzt eine Frage. Wenn ich intern, du hast eine Version, du hast in deinem Paket eine Version von meinem Game 1.0 bei mir. Abhängigkeiten angehen zu einer anderen Bibliothek, wenn es jetzt von Nachbargruppe ist, von deiner, da hat mir die Person zu machen.
Ich muss tatsächlich sagen, genau das ist das, wo wir aktuell noch gedanklich auch eine Lösung für finden müssen. Aktuell basiert alles darauf, wir nehmen die neuesten Versionen. Also wenn sich was erhöht, dann... Und das heißt API-Changes? Dann, wir sind aktuell bei dem Weg angekommen, so gedanklich zumindest erstmal, dass wir sagen, wir brauchen irgend sowas wie Semantic Versioning, wo quasi, weil man kann mit VC-Package auch sagen, Versionsnummer zwischen 1 und 2 zum Beispiel und so eine Geschichte, das ist alles drin. Und das Einzige, man muss bloß für sich einen Weg finden, wie man das am besten handelt, also wie man die Versionsnummer aufbaut im Speziellen. Wir haben auch noch dort genau andere Probleme, dass es letztendlich ja noch mit, vor allem bei externen Packages, dass man dort an Versionsnummern hängen sollte, aber irgendwie auch nie, weil eben genau diese Problematik. Oder halt, wir haben auch interne Packages, die noch mehr Probleme haben, die tatsächlich ein Feature beinhalten in einer neuen Version, das erst wirklich mit der neuen Version kommen soll, vom gesamten, von der Produktpalette. Das ist tatsächlich eins der Probleme, die wir gedanklich noch lösen müssen, wo wir auch ran müssen. Das Wichtige ist, dass man sich dessen bewusst ist. Bei Conan waren wir uns überhaupt nie bewusst, deswegen haben wir bei Conan ursprünglich alles an eine fixe Versionsnummer gekoppelt. Und das ist ein Riesenproblem, vor allem wenn ich Dependency von Dependency von Dependency oder sowas habe. Ich saß manchmal tagelang und habe nur in den Recipes die Versionsnummern geändert. Ja, nee, das ist mir dann nicht aufgefallen, hat mir okay, ich wollte nachfragen. Okay. Und dann sehe ich, also ich sehe schon noch so ein Login an Microsoft. Gerade. Den Eindruck habe ich, ja. Alles gut, ich habe meine Sitzung, weil ich bin ja. Na, wir haben für uns jetzt festgestellt, so auf dem ersten, also aus dem Bauch raus, das VC-Package könnte eine Lösung sein, die zumindest die Probleme, die wir mit Conan hatten, in unserem Anwendungsfall lösen können oder besser lösen können. Ich glaube, das Ziel ist es, oder das Ende wird es immer noch nie sein. Es kommt garantiert in den nächsten Jahren wieder jemand um die Ecke. Nur eben will ich die nächsten 5 Jahre, bis da jemand um die Ecke gekommen ist, vielleicht mit einer neuen super Idee, nicht mit dem Conan leben müssen. Also zumindest in der Form. Weil mittlerweile war ich einer der wenigen, eigentlich fast der Einzige im Team, der überhaupt was mit den Conan-Packages machen konnte. Und das ist echt dann frustrierend, wenn man dann ständig nur da sitzt, entweder Versionsnummern ändert oder Fehler sucht, obwohl die noch nicht mal von ihm selber sind. Und ja, da würde schon viel Arbeit quasi wegfallen für mich, wo ich mich anderen Themen widmen kann, wenn das andere Entwickler auch machen könnten. Und zwar auf relativ einfache Art und Weise. Ja. Das war so der einzige Grundgedanke, weswegen wir weg wollten. Ich mag Python total, ohne Probleme. Und ich hasse diese Abhängigkeiten, Orkje. Das ist ja bei Windows früher mit den DLL-Hell dasselbe Problem gewesen. Ist es ja mittlerweile besser, aber immer noch dasselbe Problem eigentlich. Na klar. Ich hoffe. Also wir sind jetzt quasi am Rollout, ist die richtige Formulierung. Ja. Die ersten Kollegen haben wir schon erfolgreich abgeholt, der am Anfang auch ein bisschen skeptisch war im Sinne von, oh Gott, Schüler Package, wenn dann die gleiche Scheiße was anders. Ja, warte ab. Wir haben verstanden, was nicht am ersten liegt vom Prinzip und wir versuchen es damit zu adressieren. Das war ein Schuss ins Blaue, weil das Problem ist halt immer, du musst eine ganze Menge umstellen, um herauszufinden, ob das Ganze wirklich klappt. Weil meistens sind die Probleme nicht auf den oberen Layern, sondern die kommen dann oben und runter. In der 5. oder 6. Ebene, wo du dann sagst, scheiße, Details. Ja, genau. So, und da sind wir jetzt eigentlich schon ziemlich tief runter in das Rabbit Hole. Also vor allem der Patrick jetzt. Und
es scheint zumindest an den Stellen, wo wir uns mehr Geschwindigkeit erhofft haben, die Möglichkeit aufzumachen, dass man hinkommt. Ja, das ist, also ein Kunde von uns sagt immer, das ist wie heiraten, du kriegst viel, aber nicht alles. Das ist es, glaube ich, auch mit den Package-Managern. Du musst da gucken, was sind deine Kernbereiche, wo du den größten Painpoint hast. Und kriegst du damit abgedeckt, mit irgendwelchen Zeug musst du immer leben. Ja, ja, was ich jetzt für unser großes Komplettprodukt VE Plan halt da angefangen habe, ist tatsächlich schon mal eine komplett andere Struktur. Wir haben ursprünglich Gitflow benutzt, haben festgestellt, das funktioniert für unseren Anwendungsfall zwar, es lässt sich alles abbilden, aber es ist teilweise gedanklich nicht mehr zu fassen, weil man hat halt bloß den Master, Develop, jede Menge Features, jede Menge Hotfixes und dann muss man das gedanklich unterkriegen, das war auf der Version, dann vielleicht noch Support-Branches und so weiter. Und da haben wir jetzt schon dort angefangen, eine andere Methodik, wie man die Versionsnummern abbildet, zu entwickeln. Das ist eine Geschichte und dadurch, dass wir vorher ja Conan benutzt haben, hatten wir Python natürlich überall drauf. Das heißt, sämtliche Tools, die nach dem Build laufen und noch irgendwas nachbereiten, testen, basierten komplett auf Python. Das habe ich jetzt mittlerweile vollständig auf CMake umgestellt. Und ja, dass mit CMake teilweise zum Beispiel Dependencies von DLLs rauszufinden und das Ganze dann entsprechend strukturiert zu checken, ob die DLLs alle da sind oder nicht, im Ausgabe, in den Artefakten. Das ist mit CMake macht keinen Spaß. Aber es geht. Und ja, ich habe es am Ende sowieso mit PowerShell abgebildet und habe es dann den Output mir genommen. Aber grundsätzlich, das Schöne ist halt, ich habe eine Stufe weniger, die ich debuggen muss und kennen muss, nämlich Python. Das war das größte, also für mich das größte Problem immer, dass ich ständig zwischen den Sprachen hin und her gewechselt bin. Ist machbar, alles schön und gut, aber macht es Spaß auf Dauer, glaube ich nicht. Also für mich hat es zumindest keinen Spaß auf Dauer bereitet. Und das sind alles Dinge, die dann halt auf einen zukommen, wenn man so eine Wechsel macht. Bei NuGet war es noch einfach. Auf Conan, weil wie viel hat man? Eine Handvoll, wenn es hochkommt, ne? Packages. Mittlerweile haben wir, glaube ich, 20 oder 30 Packages interne. Und wenn dann nur einer da hängt und das pflegt, na, herzlichen Glückwunsch. Ich meine, was ich als Vorteil sehe, ist ja gerade, dass als Microsoft ja ein großer Player dahinter ja. Definitiv. Könnten, wenn sie wollten, abdrehen und da kommt dann Git zugute, dass man in der Lage ist, das Projekt zu forgen. Und dann macht es halt jemand anders und da finden sich welche, weil mittlerweile echt eine große Community dahinter steht. Habt ihr mal was von Conan, was hat Conan dazu? Die Conan-Community? Wenn ich das wüsste. Also ich habe gar nie geguckt, was Conan dazu sagt. Also, na, ich fand es nur faszinierend, dass VC-Package in so einem Fakt drin hat, why not Conan? Bei Conan habe ich tatsächlich noch gar nicht nachgeguckt, why not VC-Package oder sowas in der Art. Aber von den Vorteilen halt, vom Handling her, hat sich's runter angefühlt. Das mag allerdings, muss man dazu sagen, auch damit zusammenhängen, dass wir mit einer Beta-Version von Conan gestartet haben. Das muss nie letztendlich der Weisheit letzten Schluss sein. Das Problem ist halt, mit einer Beta-Anfang, es war schon mutig. Ja, das müssen wir mal schauen, das ist teuer. Also das ist rekalkuliert in der Anführungszeichen. Deswegen sind wir da ein bisschen vorsichtig mit den wirken Vergleichen. Die Erkenntnis jetzt ja zumindest aus, was haben wir gesagt, 5 nochmal gestartet, sind jetzt auch fast 10 Jahre aus die Ecke. Es gibt halt bestimmte Dinge, die werden im Laufe der Zeit immer wichtiger. Und es gibt dieses schöne Spider-Man-Zitat, große Macht bedeutet große Verantwortung. Aber mit dem eigenen Projekt kann man sich irgendwie schon einstrecken. Das sind dann andere Sachen irgendwie. Wenn du aber dafür sorgst, dass bestimmte Dinge gar nicht passieren können, dann schaffst du dir quasi halt da quasi Design von Dinge vom Hals. Das ist halt auch eine Rolle gespielt. Und meine Nachbarn, die müssen auch lernen, das die Fehler muss man ja auch machen. Ja.
Nur irgendwann darf diese Schleife halt unterbrochen werden. Und das war jetzt für uns so, weil wir gesagt haben, wenn wir das nächste machen, gibt es halt bestimmte Dinge, die wollen wir nicht nochmal erleben. Das war uns irgendwie wichtig. Und es war klar, wir fliegen auch auf die Schnauze, weil das ist nicht jedem Mal so. Du hast mal so richtig. Ja, die Honeymoon-Phase. Ja, und wir kommen mit der hässlichen Realität. Ja, das heißt ja nicht umsonst Entwicklung. Ja genau, nur die Geräte, die registrieren, die verschwinden von den Shadows auch nach und nach. Und ja, war auch mal in dem Zustand, dass wirklich die Geräte weg waren, hier in dieser Trunk, dass sie quasi registriert waren. Das ist krass, aber dafür gibt es ja die Baselines. Baseline ist im Prinzip nicht weiter als ein Marker im Git. Diesen Stand würde ich benutzen, jetzt aus VC-Package-Sicht. Und da kann ich sagen, quasi VC-Package benutze generell diese Baseline. Und dann ist sichergestellt, dass ich quasi dort nie rauskomme, mehr oder weniger. Na, wenn es jetzt um GitHub geht, GitHub hat ja nur alle Revisionen da. Deswegen kommt man ja auf alles zurück. Ja, das ist dann ein ähnliches Prinzip wie bei Conan, dass die auf einmal weg sind. Deswegen versuchen wir, möglichst auf diese offiziellen Dinger zu gehen, die quasi auf GitHub liegen. Weil da kann ich immer wieder zurück. Wenn was fehlt, dann gehe ich halt in der Baseline zurück und dann passt das auch wieder. Also sprich, ich gehe wieder auf den Stand zurück von damals, von irgendwann. Und das ist dann schon eine Erleichterung bei Conan. Wenn es weg ist, ist es weg. Also ihr spiegelt auch die Quellen nicht mehr. Da sind wir noch nie ganz uns im Klaren, ob wir das machen wollen oder nicht. Es wäre aber eine Idee, zum Beispiel das VC-Package selbst quasi hier zu forken oder zu spiegeln oder dann hat man es quasi da. Ja, wenn die Sources weg sind, dann sieht man alt aus. Allerdings gibt es ja dafür das Binary Caching, das sind wir auch noch gerade am entwickeln, dass man theoretisch quasi das Ding bildet, zu dem Zeitpunkt, wo es lief, und dann halt als binär ablegt, als Binary Plop, ähnlich wie bei Conan. Hat aber dann bloß ein paar Nachteile halt. Es funktioniert. In sich funktioniert das schon, aber irgendwann will ich ja mal updaten. Und dann stehe ich vor demselben Problem, wenn es das Ding nicht mehr gibt. Ja, aber das ist normal, das das ist aber das ist tatsächlich generell ein generelles Problem, wenn die Sources von den externen. Ich weiß auch nie, nach welchen Kriterien da Microsoft oder wer auch immer das auswählt. Ich glaube, das sind eher Community Anfragen. Ich möchte das noch haben, ich möchte das noch haben. Da muss man halt sehen. Okay, das wäre jetzt, wenn man versucht, die Textgenerator zu nehmen, die auf den Basic Package Manager gesetzt sind, in der Hoffnung, dass die quasi auf stabile Sachen vorweisen, aber würde ich gleich zeigen, ob es klappt oder nicht. Na, zumindest mit den paar Sachen, die wir benutzt haben. Wir benutzen einiges von Boost, wir benutzen VSG mittlerweile, das VSG Exchange benutzen wir, dann Zlib, so die üblichen Verdächtigen, Bzip und wie sie alle heißen. Letztendlich könnte man vermutlich tatsächlich, wenn man es richtig hardcore machen will, sich die Sachen dann mal spiegeln von den externen und dann eventuell ein Port overriden und halt dort quasi auf seinen eigenen Fork verweisen irgendwo oder auf seine eigene Spiegelung.
und dann wäre das da, aber dann hat man ja im Prinzip nichts gewonnen so richtig, weil dann habe ich dasselbe Problem wie im Conan. Und das wollte ich eigentlich ja genau nie haben. Ich nenne das Conan Promotions-Projekt, das ist alles okay, aber wenn ihr als Firma sozusagen dran denkt, dass ihr euer Produkt bauen könnt, braucht ihr keine andere Sicherheit. Ja, aber wie gesagt, da sind wir selber noch Evaluationsphase und müssen selber noch einen Weg finden oder sehen. Aktuell bei Conan haben wir tatsächlich das alles gespiegelt. Ja, ja, das kann ich mal kurz zeigen. Warte, also im Endeffekt bei uns, ich guck mal, jetzt, wo wir es haben. Hier ist das, das, das. Also es gibt bei uns in unserem entsprechenden Dings gibt es unterschiedliche in unserem DevTools. Einmal gibt es die SWP Registry, das ist dann quasi von unseren eigenen, wo nichts generiert werden kann, sondern was wirklich manuell händisch gemacht werden muss. Meistens sind das dann irgendwelche Packages, wo bloß Binaries, die schon fertig sind, davon woanders herkommen. Und die sind dann von einfach bis komplex ist alles zu finden. Das ist hier so eine PDF-Library. Es ist so eine PDF-Library und die hat im Prinzip. Oh, geht das jetzt wieder im Falschen? Wo ist das aufgegangen? Hallo, geh auf. Ja, es ist F3, ne? Und das macht er gerade nie auf. Ja, irgendwo hat das, das kann sein, ne, während der Präsentation dürfte eigentlich kein Problem sein. Ja, sonst machen wir hier so, machen wir das. Ja, jetzt ist es hier drüben gelandet. Im Endeffekt sieht das Ding dann so aus. Da sehe ich sogar noch einen Fehler, weil hier müsste eigentlich was anderes stehen, aber egal. So in etwa sieht dann das Portfolio hier aus, relativ einfach. Irgendwelche Helper und so weiter, die werden installiert und letztendlich die ganze Magic passiert hier drin. Und das ist dann wieder ein Stückchen komplexer, weil in dem Falle, wo ist es, SWP Price CMake. Das ist das gewesen, der Helper, genau. Ja, worum das hier jetzt geht, das ist echt witzig. Genau, ne? Und das sieht dann im Prinzip nach dem Schema aus, dass wir hier dann unsere Schritte haben und ja, der Port selbst, genau, den kann man auch noch dazu zeigen, dass bei der vor uns im Falschen war. Da geht's dann. Der Port für Apprise selbst ist relativ einfach. Der sieht so aus. Apprise vom SWP Bin Mirror. Mit irgendeinem Key dahinter, mit einem Lizenz-Key und fertig. Und wir haben hier die VC-Package JSON, die ist extrem einfach. Also es funktioniert eigentlich nur, wenn man die Package selber schon im Ziemlich bearbeitet. Ja, genau. Wir haben hier eine Lösung. Also man kann auch eine Solution verwenden. Da gibt es auch Helper-Skripte schon von VC-Page, der das zur Verfügung stellt. Da kann ich sagen, bilde das als MS-Bild und so weiter. Wir haben aber allerdings nochmal Layer drüber gesetzt, weil bei uns ist es dann so, dass quasi wir noch wie so eine eigene, ich sag mal, Registry haben. Und die Registry, die eigene, die generiert dann letztendlich, das ist dann unsere Ports, ist im Prinzip die Menge, die wir haben. Und davon sind, würde man sagen, 60-70% sind selbst generiert. Automatisch, der guckt dann halt, bevor er irgendwas macht, guckt unser Layer danach, hat sich was geändert und so weiter, integriert das Neue und. Aber im Wesentlichen sehen die nämlich dann ganz einfach aus. Gucken wir mal das an. Die sind extrem einfach.
gehalten, weil eben generiert. Und da haben wir hier bloß ein paar so Standardsachen, dann aus dem GitLab ziehen, Features checken, weil wir noch mit eingebaut haben, dass automatisch auch getestet wird, dass da Testskripte durchlaufen und so weiter und so fort. Dann wird, weil das ein CMake-Projekt ist, wird das quasi über CMake gehandelt. Und am Ende wird es dann quasi installmäßig, werden die Daten installiert, die ganzen Artefakte, es werden die Header validiert, quasi die einbindbar sind, ohne dass irgendwas fehlt. Dann machen wir nichts weiter als eine Kombination bloß zu erzeugen, mehrere, oder das durch den Compiler zu jagen, aber es kompiliert. PDBs kopieren, das ist so eine Sache, das schlagen sie mal vor, so fix ab. Und Debug und dann noch ein paar Sachen wegschmeißen und bereinigen und kopieren und Copyright installieren, Ende Gelände. Und die sehen dann alle quasi nach demselben Schema aus, wenn sie automatisch generiert sind. Wie macht ihr das bei den Tests, wie meinst du mit den, also im Endeffekt, der Test ist im Endeffekt nichts weiter als irgendein Projekt, was angelegt wird, eine Solution, eine CMake, zumindest das ist irgendein CMake-File, was dann ein Skript, was da Testfälle generiert, irgendwelche CPPs, die werden kopiert und ausgeführt. Wir haben auch Spezialimplementationen, wenn es G-Test ist oder Sketch2 oder sowas, dann wird automatisch quasi das CPP, was dort liegt, wird benutzt, wird kompiliert, wird ausgeführt und dann liefert ja die Excel quasi einen Fehlercode. Und genau in dem Moment sagt dann der CMake, wenn da irgendwo quasi ein Fehlercode rauskommt, geht nie, ist nie. Das ist das gesamte Konzept mehr oder weniger. Und für die Includes, die wir haben, da machen wir nichts weiter als, wir haben eine Liste von Includes, die werden quasi zusammengesucht, alles was im Package sein soll. Und dann wird ein CPP generiert, der im Wesentlichen leer ist, wo Kombinationen drin sind. Also der versucht durch einmal alle Header von Anfang bis Ende und das Ganze nochmal umgedreht. Und dann kann man quasi schon sicherstellen, ja, man kann es in einer gewissen Reihenfolge, man kann die beliebig einfügen und benutzen, ohne dass der Compiler sagt, geht nie. Weil meinetwegen manche hätte verlangt, dass der vorher war und so eine Geschichte, was er eigentlich nie sein sollte. Das sind so die grundlegenden Tests. Das eine ist automatisch generiert, alles was Sketch2 ist und G-Test ist quasi von der Library vorgegeben. Ja, da machen wir das machen wir dann anders. Wir haben im Prinzip, wenn du auf die binären Abhängigkeiten anspielst, also sprich irgendwelche DLL-Dependencies, die ich nicht haben will, da haben wir ein System quasi, was nichts weiter macht, als sich alle DLLs, die als Artefakt quasi rausgehen sollen an den Kunden, guckt das sich an, alle Exen, DLLs und so weiter, sucht sich dort die ganzen Dependencies raus und schaut jetzt nach, ist die DLL, die da drinnen steht, irgendwie eine System-DLL? Also da haben wir eine Liste von System-DLLs. Oder wenn es keine System-DLL ist, steht fest, die muss in den Artefakten ebenfalls mit vorhanden sein. Und dann wird das halt gegengecheckt und wird geguckt, gibt es die DLL da, gibt es das dort, ist das ein System oder nicht. Und wenn irgendein Fall auftritt, wo es fehlt, dann bringt er eine schöne Meldung und sagt, hier, das ist missing und soll dort hinzugefügt werden oder dort entfernt werden, je nachdem. Und dann muss ich halt dran. Aber das sind so die Standardtests, die wir halt durchziehen, weil wir häufig genug auf die Schnauze geflogen sind. Auf gut Deutsch, weil irgendwas gefehlt hat beim Endkunden. Bis hin zu Copyright-Checks, wo
wo quasi alle DLLs durchgegangen werden, geguckt werden, steht das richtige Copyright drin, mit dem richtigen Jahr, so wie wir es formatiert haben wollen und so weiter. Also der listet von allen DLLs auf und guckt nach, ja, gibt es ein Regelwerk, da steht dann drin, die Datei muss so und so Copyright beinhalten, extern, muss signiert sein, muss mit einem extern signiert sein oder mit einem eigenen Zertifikat und so weiter und so fort. Und das wird dann alles gecheckt, bevor es quasi vom Team City als Artefakt rausgeliefert wird. Das ist dann aber alles so ein bisschen jenseits von VC-Package, was da abläuft. Vielen Dank.